Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls. Ja, natürlich wieder am Start. Wir waren hier gestanden. Es wurde gestern ziemlich spät. Also es wurde gestern 12:30 morgens, so lange habe ich Let's Plays aufgenommen. Also 3 Stunden Material, überleg mal, ja, rendern. Und es gibt ein Part, fehlt eine Szene, weil gestern wieder diese bescheuerte, wie heißt der denn, ja, Programm wollte nicht, okay. Ja, das Programm wollte gestern nicht und deswegen hat's gesponnen und ich dann System abgestürzt und ja, es ist alles super gelaufen. Wollte ich doch irgendwie raus, oder? Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein! Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern! Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Ich hasse dich, Cole! Und ich hasse Nathan! Und ich hasse alle in dieser verfluchten Krankenbasis! Ich weiß, du meinst das nicht, Jody. Nathan will dich nur beschützen, sonst nichts. Anscheinend nicht so. Kann man auch hier irgendwie irgendwas interagieren? Hey, komm endlich runter, okay, Jody? Alter, meine Ohren platzen im Kreis, ey. Alter, wie die abgeht. Die hat ja überhaupt keine Probleme. Ah. Sorry, dass ich jetzt lache. Eigentlich ist es nicht so lache, aber ich finde es eigentlich richtig nice, was man alles machen könnte. Irgendwas können wir doch noch machen, oder, Jungs und Mädels? Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen.
Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Okay. Klar, dann also bis morgen. Irgendwas können wir doch machen, oder? Jetzt würde nicht so eine Musik laufen im Hintergrund. Was können wir doch mit Aiden machen, oder? Ich glaube, die flippt bald aus. Wir können doch irgendwas machen, oder? Wir können doch eine ganze Zeit hier im Zimmer sein. Hilf mir, Aiden. Vielleicht fällt dir was ein. Guck mal. Okay. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber du verstehst mich doch, oder? Ich muss heute mal hier raus. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay, pressen wir jetzt aus oder was? Okay. Abgeschlossen. Ach, ja klar. Okay. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, eh? Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht. Also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar. Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich. Also, stimmt, Cole? Ja, also... Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Wir sollten dann jetzt wohl mal los. Gute Nacht.
Kaiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Jetzt geht's schon. Alter. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Alter. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Oh, oh. Sicherheitszentrale. Die Sicherheitszentrale, los! Scheiße. Verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Okay, wir können ihn jetzt anscheinend in den Wald bringen. Alter. Also das ist nicht mehr normal. Hier ist die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Das gefällt mir irgendwie nicht hier, ey. Okay. Noch keiner da. Wir warten. Wie alt sind Sie jetzt? 21. Ich will nur eine Limonade. My lights tell me where I'm going to. The dust tells me where I've been. The motel is my living room. The bar is my bed, you know. Just me in the other room. Got it going on. Just me in the other room. Got it going on. Oh, man.
Es leckt wieder ein bisschen die Leute. Müssen mal aufstehen, ey. Scheiß verkackt. Was machst du hier? Du warst alleine. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? Das geht sie überhaupt nichts an. Und übrigens fragt man das nicht. Wow, gar nicht mal übel. Wissen deine Eltern Bescheid? Ist das hier Billard oder eine Quizshow? Hey! Pfoten weg! Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Feiges Arschloch! Aber ja,
Wir machen hier eine kleine Pause-Session. Wir sehen uns gleich wieder. Euer Sony Styles Gaming Piatsch.